Zum 11. Mal wurden am 30. Juli in Düsseldorf die Schukure Awards vergeben. Wieder bildete das noble K21 im Herzen der Stadt die stylische Kulisse für das Ereignis des Jahres. 460 Gäste kamen zum Schukure Award und waren dabei, als drei herausragende Unternehmen ausgezeichnet wurden. Michael Brumme, Geschäftsführer des Verlags Sternefeld, begrüßte die Gäste. Liebe Gäste, liebe Freunde von Schuhkurier, für heute wünsche ich mir glückliche Gewinner und Gäste, die sich mit Ihnen gemeinsam freuen werden. Ihnen allen wünsche ich, dass Sie einen schönen und vergnüglichen Abend im Kreis Ihrer Kollegen, Ihrer Freunde, Ihrer Mitbewerber und Ihrer Kunden haben werden. Messechef Werner M. Dornscheid unterstrich die Partnerschaft zwischen der Messe Düsseldorf und Schuhkurier. Die GDS und der Schuhkurier. Beiden geht es stets darum, nicht sich selber nur zu profilieren, sondern die Branche bestmöglichst zu informieren und weiterzuentwickeln. Auch in Zukunft wollen wir Hand in Hand arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen unterhaltsamen Abend und darf weiterhin jetzt übergeben an Frau Salewski. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich darf Sie sehr herzlich hier begrüßen zur diesjährigen Preisverleihung. Und es ist für mich eine sehr große Freude, auch eine große Aufregung, muss ich sagen, aber auch eine sehr große Ehre, dass ich Sie durch diesen Abend hier begleiten darf. Die Laudatio auf den besten Schuhhändler 2014 hielt Heinrich zum Norde. Ein Unternehmen als große Familie zu führen, dazu fühlen sich viele berufen. Wenige aber sind auserwählt. Hier ist das Quod erat demonstrandum der Fall und quicklebendig bis zum heutigen Tage. Und so darf ich Ihnen verraten, dass bei unserem Schuhkurier-Konklave ziemlich schnell weißer Rauch aufstieg. Der Preisträger dieses Jahres als bester Schuhhändler ist die Firma Tretter in München und Regensburg. Thomas Tretter dankte vor allem auch seinen Mitarbeitern für ihren Einsatz im Unternehmen. Mit großer Freude haben wir vernommen, dass wir zum besten Händler des Jahres ernannt worden sind. Vielen, vielen Dank der Jury, dass die Wahl 2014 auf uns gefallen ist. Mein Dank geht auch an mein Team vom Einkauf über die Verwaltung, an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich in den Filialen für einen tollen Service sorgen und für unsere Kunden ihr Bestes geben. Dieser Stern soll deshalb nicht nur in einer Vitrine stehen, sondern in allen unseren Filialen zu Gast sein. Für den besten Schuhhersteller 2014 hielt Ralf Harnus die Laudatio. Er stellte dem Publikum Fragen, die Stück für Stück das Geheimnis lüfteten. Welcher Schuhhersteller hat es geschafft, seine Marke so zu emotionalisieren, dass im Werbewirkungspanel ein Bekanntheitsgrad von 87% herausspringt? Und welcher Inhaber sagt nach all dem, kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, jetzt müssen wir uns erst richtig anstrengen. Der Schuhkurier Award für den besten Schuhhersteller 2014 geht an die Gabor Schuhs AG nach Rosenheim. Achim Gabor nahm seinen Award gemeinsam mit Ralf Meurer und Rainer Bachel entgegen. Der Erfolg, den die Marke Gabor heute hat, gründet auf einem sehr stabilen Fundament, das mein Vater in den fast 60 Jahren seines Schaffens gelegt hat. Darum ist all der Erfolg, jede Auszeichnung, die es heute gibt, für uns nur eins: Ansporn, nicht nachzulassen und bleiben Sie uns gewogen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr darüber. Danke Ihnen. Die Laudatio für den Preisträger der Kategorie Vision und Innovation hielt Max Schönberg. Innovation und Vision umgesetzt in der Produktentwicklung und das Saison für Saison und über das Morgen hinaus, das freut auch uns, die Händler. Und hoffentlich oder sicherlich auch den Endverbraucher und Träger. Meine Damen und Herren, der Preis für die Marke mit Innovation und mit Vision im Jahre 2014, der Schuhkurier Award, geht an ein spanisches Familienunternehmen in dritter Generation, Calzados Bertini. Viva España!
Belén Pertini und Victor Taraga nahmen ihren Schuhcourier Award mit großer Freude entgegen. All of us attending this event share a common passion, and that is a passion for shoes, for quality and for excellent service. We simply love shoes and we simply love our business. Thanks everybody and enjoy this amazing evening. Thank you very much. Zwei Überraschungen hielt der Abend auch für das Team vom Sternefeld Verlag bereit. Für die erste sorgte Max Schönberg vor seiner Laudatio. 30 Sekunden außerhalb des Protokolls. Der Herr Brumme, von mir nicht zu sehen. Der Herr Brumme bitte an die Kasse. Für alle im Raum, er ist jetzt 20 Sekunden ruhig, weil ich habe das Rederecht von unserer Vorsitzenden, von der BDSE, Frau Wischnewski, auch in ihrem Namen. Kurz und knapp, diese Branche hat ein Event wie dieses verdient. Diese Branche verkauft ein Produkt, das man nur auf Knien gut verkaufen kann. Herr Brumme und sein Team haben es geschafft, dass wir noch aufrechter als früher durchs Leben gehen können. Und ich glaube, dass wir dafür einen Applaus dem Team von Schuhcourier und Sternfeld Verlag schulden. Ralf Rieker und Andreas Schaller kreierten einen ganz eigenen Programmpunkt jenseits des Protokolls. Es ist nicht einfach, an so einem gut organisierten Abend zum richtigen Zeitpunkt eine Überraschung zu bringen. Jetzt sind wir halt die Überraschung Nummer zwei. Die Verleihung des Schuhcourier Award und diese Veranstaltung ist das Branchenevent des Jahres. Was sich aus den Anfängen vor 10 Jahren in einer Szenebar in München entwickelt hat, kann sich heute, glaube ich, mehr als sehen lassen. Wir, der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie, möchten uns heute bei Ihnen bedanken, lieber Herr Brumme. Wir möchten Ihnen den HDSL-Preis 2014, im Moment einmalig, für Ihr außergewöhnliches und überragendes Engagement im Namen von uns allen, auch wenn ich nicht alle gefragt habe, überreichen. Und auch natürlich, wie in allen wohlorganisierten, erfolgreichen Unternehmen, für alle ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dazu geführt haben, dass dieser Preis zum 11. Mal stattfinden durfte. Eine Überraschung. Ich habe auch keinen Zettel, von dem ich jetzt ablesen kann. Ich habe nichts gewusst und nichts geahnt, aber ja, ich freue mich sehr. Danke. Ich finde es ganz, ganz schön. Das ist wirklich eine wundervolle Überraschung. Ich finde schön, wenn Sie alle sehen, und wertschätzen, was wir tun. Wir tun das mit ganz großer Freude. Ich kann Ihnen das sagen, das gilt sicherlich auch für alle meine Kollegen. Es gibt keine schönere Branche als diese und auch keinen schöneren Job als diesen. Wir machen das mit großer Freude sehr gerne für Sie. Dankeschön. Für grandiose Stimmung sorgte Dominik Hopf, der einige beeindruckende Beispiele seines Könnens präsentierte. Oh!
Bis tief in die Nacht wurde gefeiert und das Wetter spielte mit. Im Garten des K21 und in der Pardubar genossen die Gäste ein ganz besonderes Sommermärchen.